Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich in dieser, in unserer Hauptstadt weiter unterwegs hier und haben tatsächlich uns hier weiter aufgebaut, haben unsere Industrie erweitert, haben weitere Gewerbegebiete gebaut, wie ihr hier auch seht, ne? Und ja, im Prinzip einfach gewachsen. Wir müssen jetzt ein bisschen die die Finanzen im Auge behalten, haben diese Hochschule hier gebaut. Genau. Und jo, die U-Bahn wird auch fleißig genutzt. Genau, wir hatten beim letzten Mal auch eine U-Bahn gebaut, was sich hier auch direkt im Verkehr widerspiegelt. Schaut mal das Fahrgeld. Ist schon nicht verkehrt. Und ja, im Prinzip, wir hatten beim letzten Mal Kanes Fabrik gesehen. Kane Tiberium. Drüben in der Hightech-Stadt. Und ja, das war schon ein geiler Moment, muss ich sagen. So, ja, wir wachsen immer weiter. Und ich würde mir gerne... Ah, die Bildung. Ist das die Bildung? Nee. Bildung ist immer noch hier rot. Was... Altersdurchschnitt. Warum ist hier die Bildung immer noch rot? Ich denke mal, wir brauchen eine Büchereizweigstelle. Eine Bibliothek. Was ist denn das hier? Was für ein Mini-Haus? Was? Da kommt eine Bücherei hin. So, zack. Alles klar. So. Ah, alles klar. Die Bücherei hier wird genutzt. Sehr, sehr gut, Freunde. Und dann können wir im Prinzip... Lebt ihr so lange mit Austeilt? Die haben noch keinen Streik mehr. Dann macht die mal weg, die Meldung. So, dann haben wir tatsächlich... nur noch positive Meldungen, außer die Finanzen, die gehen mir gerade ein bisschen auf die Nerven, aber dagegen hilft halt erstmal in die Industriestadt zu gehen und die Industrie auszubauen. Da würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Bin hier nach wie vor am Sonntagabend unterwegs und naja, Sonntagabend, ja doch, es wird bald Abend. Mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht, deswegen kann ich das noch nicht als Abend bezeichnen. Aber gut, so, die brauchen wir hier erstmal nicht mehr, weil wir hatten ja beim letzten Mal auch einen Trick gefunden, wie wir hier Geld für die Wasserpumpen sparen können, beziehungsweise für die Klärwerke. Und zwar, indem wir einfach die Wasserpumpen hier oben hinstellen. So, die dann damit verbinden. Und mit dem Strom verbinden. Genau. Und dann haben wir das Ganze. So, dann können wir nämlich so die Fläche weiter nutzen. Die Industriefläche hier. So, Freunde. Das heißt dann, zack. So, dann baut euch mal auf hier, los. Wie kein Wasser. Was soll das denn? Ach, hier deswegen. Okay, alles klar. Ihr habt wieder Wasser. So. Ihr habt wieder Wasser. Wunderbar. Perfekt. Und dann haben wir so hier auch eine Finanzsituation, die beruhigend ist. In unserer Industriestadt. Kraftwerke können wir denen gerne bauen. Ist kein Problem. Einfach hier hin klatschen. Ups. Sorry für den Betriebs... Sorry für die Betriebsschließung. So. Alles klar. Oh Gott, nicht zu nah da an die Wasserpumpen dran gehen, weil die werden trockengelegt und das ist Mist, das ist richtiger Mist, wenn das passiert. So, Schwerindustrie ist jetzt hier wieder bedient. Gut, brauchen wir eigentlich noch Agrarindustrie? Wir brauchen keine Agrarindustrie, das ist sehr gut. Wir brauchen einfach nur Gewerbegebiete. Nur Gewerbegebiete. Ja, alles klar. Ich meine, dann können wir ja hier weitermachen, ne? Gewerbegebiete sind ja nicht das Problem. Die können wir denen gerne bereitstellen. So, dann machen wir das mal. Ja, dann freue ich mich, dass ihr einfach mal wieder eingeschaltet habt hier. Diesen Sonntagabend. Habe ich ja eben schon gesagt. Und, ja,
Genau. Und ja, ich hoffe, dass es euch soweit gut geht in dieser schwierigen Zeit. Im Moment ist ja nicht ganz so einfach alles, aber Freunde, das sollte schon passen, denke ich. Wenn es hoffentlich bald mal wieder bessere Zeiten auf uns zukommen. So, meine Stimmung ist nämlich auch wieder besser geworden in den letzten Tagen. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Und ja, ich denke, das merkt man auch. So, 7%, das kann noch besser werden. Uiuiui. Lange Pendelstrecke. Warum denn lange Pendelstrecken? Was ist hier los? Warum? Die Finanzen? Die Finanzen? Warum die Finanzen jetzt auf einmal? Was ist das jetzt? Oh Gott, geh mal bitte raus, Freunde. Geh mal bitte raus, ohne Speichern beenden. Das muss ich mir jetzt gerade nochmal angucken. Warum die Finanzen? 28. Ja, das ist halt hier deswegen und deswegen. Und wegen diesen ganzen verlassenen Gebäuden, da müssen wir mal ein bisschen was abreißen. Hier, das hier. So. Das da auch. Weg damit. Diese ganzen verlassenen Gewerbegebäude, ich glaube, die kosten auch sehr viel. Da haben wir doch schon eine. Also das ist das Gefängnis. Ich dachte, das wäre eine Hochschule. Ja gut, sieht aber ähnlich aus. Gut. Wir haben gerade irgendwie Probleme, muss ich sagen. So. Wir haben gerade irgendwie ein bisschen Geldprobleme tatsächlich. Ist ein bisschen krass gerade, muss ich sagen. Warum verlieren wir so viel Geld? Es brennt in Sebiton. Okay. Dann. Nee, das ist Polizei. Hier, Flugzeug, komm. Flugzeug und Feuerwerfautos. Kommt. Wo bleibt das Flugzeug? Kommt hier, es brennt, Leute. Es brennt. Wir haben ein Feuer zu löschen. Das Gebäude möchte ich nämlich behalten, deswegen... gut. Aber wartet mal. Dann können wir ja erstmal den Nachbarschaftshandel mal wieder ein bisschen reduzieren, ne? So. Nachbarschaftshandel. Das Wasser... So, 29,5. Dann brauchen wir hier unten tatsächlich doch eine Feuerwache. Dann bauen wir die mal hier hin. So. Dann zack. Was ist hier los? Wir müssen eigentlich dann, wenn das so aussieht, die Steuern sinken. Aber wartet mal. Ich würde sagen, dann reißen wir mal diese Hochschule hier wieder ab. Es tut mir leid. Aber wir müssen erstmal wieder hier auf den grünen Zweig kommen. Finanzmäßig. Wartet mal. Der Polizeihubschrauber, den wir geschickt haben. Wie cool. So. Was ist hier los? Wir haben hier gerade ein bisschen Einwohnerschwund. Wir haben hier Einwohnerschwund. Warum sind denn die Gebäude verlassen? Vor allem die lange Pendelstrecke. Ja, okay, dann reiß die mal ab. Ja, wir haben keine Nachfrage mehr, ne? Irgendwie gerade. Lange Pendelstrecke. Die hier auch, die müssen alle weg. Die müssen alle weg, die Gebäude. Die müssen alle weg. Außer, ja doch, die auch, kommt.
Die müssen alle weg. Warum auch immer. Warum auch immer jetzt hier gerade so ein bisschen Krisenzeit in der Stadt ist. Aber es muss halt scheinbar auch mal sein. So, dann. Ja, die Straße. Aber wir kriegen immer weniger Geld. Das heißt aber auch, dass wir da irgendwie... Wir müssen die Steuern senken. Ja, das ist, wir haben die auf 10 gesetzt, ne? Damit wir hier wieder die... Aber das tut schon weh. Das tut schon weh gerade. So, aber die Steuern senken und dann sollten die Leute eigentlich wieder zugezogen kommen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, seht ihr das? Sims absolute Hohlköpfe. So, seht ihr das? Vielleicht haben wir jetzt durch die Steuersenkung uns gerade noch wieder gerettet. Oh, ja, Freunde. Seht ihr das? Wir haben die Steuern gesenkt. Und genau deswegen haben wir jetzt hier wieder eine stabile... Oh, Gott sei Dank, ey. Wir haben jetzt hier wieder eine stabile Nachfrage. Neuanfang Apartments. Ja, das passt. Das passt. Sehr, sehr gut, Freunde. Wirklich. Und wir brauchen wieder Wasser. Verdammt, nein, bitte nicht, ey. Keine Wasser. Wasser ist so teuer. Boah. Aber... Wartet mal ab. Wartet mal ab. Die Lehrer. Oh. Wir haben es doch gerade geschafft wieder. So, dann macht die mal diese ganzen verlassenen Gebäude mal alle mal weg. So. Ja, Bürokomplex. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann euch jetzt keine neue Schule bauen, Leute. Was habt ihr denn? So, das Flugzeug. Schau euch das an. Das fliegt wieder rein hier. Was machst du denn? Lass es brennen. Oh Mann. Aber jetzt seht ihr, dass da sind wieder einiges an Bewohnern dazugekommen. 160.000 wieder. So, aber das wird wieder nicht nachgefragt hier, deswegen... Das da auch nicht. Das heißt, wir müssen einfach... Ja, Häuser abreißen. Aber das große Gebäude würde ich eigentlich schon gerne stehen lassen. Aber na gut, Freunde. Ich glaube, wir haben zu schnell unsere Gebiete erweitert. Hier kann das sein. Da fliegt ja eine Rakete hoch. So. Wir haben wieder eine stabile Nachfrage. Aber Lehrpersonal und Auszeit ist weg, die Meldung. Ah ne, da ist sie. Okay. Die weiterführende? Krass, okay. Aber das ist eine normale. Wartet mal, das ist eine normale weiterführende. Wir haben ja auch eine große weiterführende. Boah, die ist aber schon... Die große weiterführende ist aber schon fett, muss ich sagen. Aber die kriegen wir, denke ich mal, hier hin. So, dann reißt die mal ab. Die Grundschule auch. Große Grundschule. Große weiterführende Schule. Ha! Seht ihr das? Passt genau hier rein, Mensch. Ist doch gut. So. Oh, aber 32.000 ist schon heftig. Wartet mal. Bau mal bitte ein armes Wohngebiet hier auf. Beziehungsweise ein, ja, ein Wohngebiet. Genau. So, weil wir müssen irgendwie jetzt damit klarkommen, dass wir jetzt hier so eine blöde Finanzsituation wieder haben. So, dann. So und so. Aufbauen. Bitte, schneller. So. Genau, das sind arme Wohngebiete. Einfache Wohngebiete. So. Ah, die kosten... Wartet mal, die kostet. Die Bildung muss mal wieder zurück. Boah, die Bildung. Ja. Die Bildung ist heftig, die Kosten, Freunde. Die Kosten der Bildung, ne? So.
Ja, so. Jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. So, dann haben wir wieder eine stabile Nachfrage hier an Schwerindustrie. Alles klar. Warum baut ihr euch nicht weiter auf? So. Ja, das Verkehrschaos. So, Freunde. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade wieder... Ja. Ihr braucht wieder ein Krankenhaus. Das kann ich mir im Moment nicht leisten, Leute. Ihr braucht ein Krankenhaus. Noch ein Krankenhaus. Machen wir einfach ein zweites hin. So, ich meine. Ja, es ist halt ziemlich heftig, wie viele Patienten die hier haben, ne? Irgendwie. Ja, irgendwie. So, dann machen wir dieses Gewerbegebiet hier weg. So. Besser eine funktionierende Gewerbe. Besser funktionierende Gewerbegebäude als einfach braches Land. Das ist echt blöd. So. Was? Nee. Gut, Freunde. Dann könnt ihr jetzt eigentlich hier hinkommen. Genau. Sehr gut. Gut, bis wir die Bildung wieder hochsetzen, müssen wir leider ein bisschen abwarten. Schwerindustrie und herstellende Industrie. Ja, kommt, Freunde. Wir müssen das leider... Die Büros müssen wir leider abreißen. Es tut mir leid. es bringt alles nichts, wenn die verlassen sind, die Gebäude. Das hier ist aber noch okay, oder? Ja, das ist noch in Benutzung. Okay. Sehr gut. Ja, das kann ruhig mal weg. Dieses Zeichen hier. So, da fehlt hier noch ein Park. So, wie sieht's aus finanziell? Ja, ganz gut. Wir kommen gerade so über die Runden. Alles klar. So, dann könnten wir hier theoretisch noch eine Hochbahnstation gebrauchen. Bauen wir eine Straße. Eine Brücke mache ich tatsächlich noch nicht, weil wir wollen erstmal hier auf dieser Seite bleiben. Industrie. Ja, Industrie gehe ich gleich in die Stadt rein. So. Oder ist jetzt tatsächlich der Zeitpunkt für eine Eisenbahn gekommen? Bin ich mir tatsächlich gerade was am Überlegen, aber... Nee, wir müssen erstmal tatsächlich warten, bis hier die... ja, die Finanzsituation mal wieder ein bisschen besser wird. Nach der Steuersenkung für die Leute. Jetzt bauen sie da wieder reiche Büros auf. Bringt mir aber alles nichts, wenn sie dann wieder dreckig werden. Aber gut, Freunde. Was macht das Flugzeug da? Der weiß auch nicht, was da... Oha. Oha, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ui, Krankenwagen. So, zack, einmal speichern. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4. Mir gefällt das Spiel sehr, muss ich sagen. Also es ist top. Und ja, einfach sehr gut zu sehen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Nee, okay. Wie wir hier wachsen, ganz einfach. Wie wir hier wachsen. Und genau. Macht schon Spaß, muss ich sagen. So, das sieht mir aber hier ein bisschen blöd aus tatsächlich, dass die Gebäude hier nur noch so kaputt sind. Beziehungsweise so dreckig sind. So, Bildung. Was leben denn da für Leute? Okay, das heißt, hier muss eine Bücherei hin. Alles klar, dann macht man hier mal eine Bücherei. So. Sehr gut. Ja, seht ihr das?
Ja, da kommt wieder Büro. Gebäude hier. So, Freunde. Und ja, dann können wir eigentlich mal... Oh ja, jetzt können wir direkt mal in die Industriestadt zurückgehen. Lehrer drohen mit Streik schon wieder. Bevor sie hier wieder mit dem Streik ankommen, würde ich sagen, gehen wir mal wieder in die Industriestadt zurück. Genau so. Genau hierhin. Zack. Und baut auf. Industrie will ich echt nicht in meiner Stadt haben. Ich weiß, das ist ein bisschen bescheuert, was ich hier mache, aber ist halt, ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich möchte halt wirklich meine Stadt frei von Industrie haben. Na, deswegen lagere ich die aus. Ja, wir haben einen Brand. Ihr wisst, was meine Methode ist. Einfach eine Feuerwehr hinbauen. So. Genau. Alles klar. Ja, und dann sollte sich das eigentlich jetzt mit der Nachfrage auch wieder geregelt haben. Denke ich mal. Oder, ja, ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Gut. Das lasse ich nämlich tatsächlich frei hier. Gut. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Bürgermeister wird vom Massenbefeierter. Das liest man immer gerne. So, dann. Die reichen Wohngebiete, ne? Die sind so schwer zu kriegen. Das ist unglaublich. Echt. Aber. Jetzt können wir hier wieder was abreißen. Das ist ja wohl. Ui, das Feuerwehrflugzeug hier. Wieu. Was ist denn dem los? Schaut euch mal den an. Das Feuerwehrflugzeug. Was macht der da? Hallo, hier ist doch nichts mehr. Gehe zur Katastrophe. Na gut, das ist scheinbar ein Bug, dass jetzt hier die ganze Zeit das Flugzeug herfliegt, aber ist okay. Hm. Was ist denn hier schon wieder für eine Straße? Machen wir noch eine Bushaltestelle hier hin. Vielleicht, weil wir haben ja hier auch schon eine Hochbahn und alles. Machen wir hier noch eine Bushaltestelle hin. So. Damit wir hier die Staus mal ein bisschen geregelt kriegen. Ja. Dafür wird die hier wieder nicht genutzt, ne? Ah, es ist aber okay, ist aber okay. So, und das hier, das ist nicht genutzt, oder was? Dann muss das leider weg. Es tut mir leid, aber dann muss das leider weg. So, mach da was Kleines hin, genau. Ich meine, die Stadt sieht ja schon krass aus, muss ich sagen. Aber es geht noch besser. Gut, dann machen wir hier nochmal kleine Gewerbegebiete hin. So. Direkt an der Börse. Das ist sehr gut. So, genau. Jawohl, Freunde, das passt. Das passt sehr gut. Sehr, sehr schön. Oh, da kommt wieder ein Riesenhochhaus. Dreizacktower. Dreizacktower, was zur Hölle. Das ist ja fast wie Cain Tiberium. Okay. Wir können wieder die Bildung minimal hochsetzen. So, genau so. Ich finde das komisch, dass die lange Pennstrecke. Aber wo fahrt ihr denn hin? Was macht ihr denn? Ach, aha, okay. Und die bleiben dann. Ja. Und ihr? Hochbahnzug. Aber ihr bleibt in der Stadt, oder? Ja, die bleiben in der Stadt. Okay. Das verstehe ich. Die wollen irgendwie. Die pendeln gar nicht, weil die arbeitslos sind. Okay. Alles klar. Na gut. Sollen wir hier wieder die Hochschule hinbauen? Ja, wohl, wartet mal. Boah, das Flugzeug macht mich verrückt. Echt.
So. So, mach hier mal einen Betrieb auf, genau. Das Flugzeug macht mich echt bald ein bisschen verrückt, ey. So. Macht hier weitere Betriebe auf, oder was ist hier los? Okay. Dann können wir ja hier oben theoretisch nochmal was hinmachen, ne? Na, 2x2 ist jetzt natürlich nicht so geil, aber gucken wir einfach mal. So. Dann können wir hier weiter aufbauen, Freunde. Eine Verbindung? Nein, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann einmal so. Einmal so hier. Zack. Und genau. Haben wir hier eine U-Bahn? Haben wir hier oben eine U-Bahn? Ja, haben wir hier unten, aber dann machen wir hier noch eine U-Bahn-Station hin. U-Bahn und Bus ist immer gut. So. Dann können wir nämlich hier oben noch ein Wohngebiet hinmachen. So, die Meldungen nerven mich gerade ein bisschen, deswegen macht das mal Pause. So, Wohngebiete. So, einmal 4, einmal 3. Und die haben sogar alle noch Wasser, das ist sehr schön. Was ist? Oh Mann, Flugzeug, du bist echt bescheuert. Festgebackt hier. Oh Gott. Ja, alles klar. Alles klar. So, dann. Dann könnt ihr euch aufbauen, Freunde. So. Schaut euch das an, ey. Es ist Hammer. Es ist einfach gut. So. Haben wir noch irgendwas, was wir hier auf... Uiuiui, das wollte ich jetzt nicht. Tagungszentrum. Ach so, stimmt. Das haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben noch gar kein Tagungszentrum für die Unternehmen. Dann mach das mal hier hin. So. Genau, dann kommt das, und verwechselte Namensschilder. Das ist so dumm. Das ist so dumm manchmal. Aber okay. Das Flugzeug. Das macht mich echt verrückt. So, aber wir haben jetzt hier Gesundheit und Bildung. Können wir wieder ein bisschen hochschrauben. So, so um genau zu sein. Oh Gott, was? Ja, das schwankt sehr. Okay. Es kann sein, dass wir da nochmal zurück müssen, oder? Gut, wir können hier Gewerbegebiete aufbauen. Mach das mal. So. Dann können wir hier, da wir jetzt hier tatsächlich am Wasser schon angekommen sind, würde ich hier mal einen Strand hinmachen. Schaut euch das an, Freunde. Wir können hier einen Strand uns aufbauen. Und dann haben wir hier den Strand für die Leute. Das ist natürlich richtig cool. Ne, der Strand. Richtig krass. So. Stellt Erholung für Sims sicher. Ja, das ist monatliche Unterhaltskosten 5. So, da haben wir unseren ersten schönen Strand. Alles klar. Und dann kann das hier auch weg. Weil das wird nicht gebraucht. Das hier auch. Gewerbegebiete. Einfach unbenutzte Gewerbegebiete. Einfach mal abreißen. Um Himmels Willen. Das ist alles hier. Nee, aber nicht das Große. Das Große lasse ich mal da stehen. So. Das hier auch bitte wegmachen. Das hier auch. Einfach mal ein bisschen sauber machen. So. Dann haben wir hier auch noch eins. Sogar zwei. So. Ja, wunderbar dann. Jo, geiler Sound. Da sind wir schon wieder am Folgeende angekommen. Oh, meine Gott. Das geht echt immer so schnell, ne? Unfassbar. Unfassbar. Aber, gut, ist halt so. Da kommt wieder was.
Hier oben auch, okay. Jo, Freunde. Gucke ich nochmal gerade, ob wir hier nochmal irgendwas... Das Filmstudio, ach stimmt. Das Filmstudio. Das haben wir uns noch gar nicht aufgebaut beim letzten Mal, ne? Aber dann würde ich einfach mal vorschlagen, bauen wir mal das mal an den Strand. Aber wartet mal, wir können doch auch... Bringt Rohstoffe schnell zu den Fabriken und... Fertigwaren zu den Märkten. Einen Hafen. Monatliche Kosten 500. Wir können ja einen Hafen bauen. Ey, stimmt. Alles klar. Ey, das habe ich ganz vergessen, Freunde, dass wir hier uns noch einen Hafen aufbauen können. Ja, das ist... Das ist natürlich dann cool. Die Frage ist, wird der genutzt? Shit. Genutzte Kapazität 0. Aber hey. Das Schiff legt auf jeden Fall ab. Aber genutzte Kapazität 0. Ja, das ist natürlich... Frage ich mich gerade echt, wie das ist mit dem Hafen hier. Das möchte ich jetzt gerade noch rausfinden. Sims können nur begrenzt auf 16 Häfen pro Stadt Passagierfährhäfen. Transportiert Autos über das Wasser und ist billiger als der Bau einer Brücke. Yachthafen. Gibt's hier auch noch. Aber ich glaube, der bringt nichts. Genutzte Kapazität 0. Bringt Rohstoffe schnell zu den Fabriken und Fertigwaren zu den Märkten. Ich glaube, der Hafen bringt nichts. Shit. Ja, okay. Okay, dann reißt sie wieder ab. Dann bringt das leider nichts. Dann brauchen wir einfach so ein... Nee, dann lassen wir das erstmal mit dem Hafen. Ich glaube, wir haben heute schon einen relativ guten Fortschritt erreicht, würde ich sagen. Ja, dann gucke ich mir noch kurz ein paar Statistiken an Bildung auf jeden Fall. Das ist wieder rot. Warum immer die Bildung wieder rot ist hier? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wegen Altersdurchschnitt. Das sind Junge. Aber wir haben doch hier eine Schule. Wir haben doch hier eine große Grundschule. Die wird auch genutzt. Altersdurchschnitt hier ist... ja. Bildung, Grundschule, Bücherei, große, weiterführende. Museum. Das könnte es natürlich auch noch sein, ne, dass wir hier ein Museum brauchen. Gut. Ja. Ja, das wird genutzt. Okay. Verkehrsfluss, was? Verkehrsfluss? Wie Verkehrsfluss? Naja, gut. Dann würde ich sagen, Freunde, ja, dann haben wir es mal wieder geschafft hier. wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einem meiner Discord, zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.